Jo, Leute, Netz hat mal wieder am Start und ich dachte, ich mache nochmal ein schnelles Video, denn wir haben neue Informationen zu Season 1 bekommen. Heute haben die Entwickler von Blizzard, beziehungsweise also Blizzard Diablo 4 Entwickler, haben die neuen Informationen in einem Stream weitergegeben. So, und deswegen mache ich jetzt ein kurzes Video und wir steigen auch gleich an, denn ich will es auch kurz halten. Also, Release-Datum 20.07. Das Ding könnt ihr euch dick im Kalender ankreuzen, denn da kommt Season 1 raus. Vorher, dieses Datum könnt ihr euch auch nochmal dick ankreuzen, 2 Tage vorher, nämlich am 18.07., wird es ein Patch geben. Mit diesem Patch werden schon mal die neuen Aspekte, die mit dieser Season auch kommen werden, schon mal ins Spiel implementiert werden, beziehungsweise auch gewisse ja, Balancing, Verbesserungen im Spiel, Fehlerbehebungen, vielleicht auch neue Gegner, neue Bosse etc. Das wird alles kommen. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, was passiert denn jetzt mit meinem Charakter? Ich meine, wir haben jetzt 2 Wochen Zeit. Release Diablo 4 ist jetzt 1 Monat her. Ich habe einen Charakter, der ist Level 70. Scheiße, ich will den weiterspielen. Was machen wir jetzt? Ihr könnt den Charakter weiterspielen. Das ist definitiv klar. Ihr könnt den Charakter weiterspielen, selbst wenn die Season rausgekommen ist. Aber wenn ihr in der Season spielen wollt, müsst ihr einen saisonalen Charakter erstellen. Ja. Das heißt, ihr müsst wieder einen neuen Charakter erstellen. Aber die Leute von Blizzard haben zugehört. Die wissen, dass viele Leute damit ein Problem haben, wieder einen neuen Charakter hochzuspielen und alles wieder von neu zu machen. Deswegen werden ein paar Sachen übernommen. Zu diesen paar Sachen zählt auf jeden Fall, dass ihr euer Pferd von Anfang an nutzen könnt. Ja, ihr müsst nicht bis Level 30 warten, ihr müsst nicht die Kampagne bis dahin hochspielen. Reiten könnt ihr bis dahin, also von Anfang an schon. Dazu gibt es, dass die Bonis von den Altären von Lilith direkt übernommen werden. Ja, das heißt, ihr werdet direkt mit einem guten Charakter starten können. Dazu kommt noch, dass die ganzen Bereiche, die ihr auf der Karte aufgedeckt habt, auch aufgedeckt bleiben. Zudem kommen noch, dass die Reisepunkte der Hauptstädte aktiv sind und auch, dass die Belohnungen und vom Ansehenssystem direkt übernommen werden. Das heißt, ihr werdet direkt die ganzen Punkte, Skillpunkte, aber auch die Paragon-Stufen als Paragon-Punkte direkt übernommen haben. Was auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Die Saison wird erst dann greifen, also die Season, wenn ihr die Story durchgespielt habt. Da müsst ihr nochmal einmal durchzocken bis Level 50, Pi mal Daumen, sage ich jetzt mal, und dann geht's mit der Season los. Was wird sich mit der Season verändern? Klar, als allererstes der Battle Pass. Ich weiß, ganz große Kontroverse, werde ich jetzt nicht drauf eingehen, aber was wird im Battle Pass, was erwartet uns im Battle Pass? Wir werden einmal eine kostenlose Variante haben, da gibt es ein paar Gegenstände für uns, und wir werden noch ein paar Varianten haben, wo ihr natürlich reinbuttern könnt. So, wie viel ihr reinbuttert, ist euch überlassen, aber da gibt es mehrere Varianten, dann aber auch eher kosmetischer Art. Was da genau drin sein wird, baller ich euch einfach in die Beschreibung rein, das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. Was aber dazu noch kommen wird in Season, ist auf jeden Fall eine neue Questreihe. Das heißt, für jede neue Season bringt auch eine neue Questreihe mit sich. In Season 1 werden wir einem Priester in der Kathedrale des Lichts helfen, eine neue Seuche aufzuhalten. Da hat auch Blizzard einen schönen Trailer reingeballert, den baller ich euch auch einfach in die Beschreibung rein. Müsst ihr auf jeden Fall mal nachgucken. Ansonsten, es wird neue saisonal Season-Reisen geben oder so, habe ich halt verstanden. Das heißt, in den Saisonreisen bieten mehrere Kapitel, die auf verschiedene Herausforderungen bestehen. Für jedes abgeschlossene Kapitel gibt es Belohnungen wie Materialien oder auch legendäre Aspekte. Das heißt, jedes Chapter, das ihr da halt abschließen werdet, ja, während der einzelnen Kapitel, aber auch darüber hinaus natürlich, müsst ihr halt mehr oder weniger so kleine Errungenschaften erreichen. Das heißt, ihr müsst zum Beispiel irgendwelche kleinen Ereignisse, keine Ahnung, 10-mal machen oder so. Oder irgendwelche Monster besiegen oder irgendwelche Elites paar Mal machen oder irgendwelche Bosse 2-3-mal besiegen, ja. Und dann bekommt ihr halt neue legendäre Aspekte, aber natürlich auch ein bisschen was an Gegenständen dazu. Ja, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Was auch noch dazu kommt, ist natürlich, wir bekommen jede Menge neue Uniques. Die Uniques sind noch nicht ganz bekannt. Aber was wir auch noch bekommen, sind 6 neue legendäre Aspekte. Auch nicht schlecht. Müssen wir natürlich gucken, was für Bits wir daraus machen können. Wird aber immer so sein, dass jede Season neue Aspekte mit reinbringen wird. Und je nachdem wird halt geschaut, ob das Ganze übernommen wird oder nicht. Zur Season an sich wird es halt, und diese Mechanik wird ihr wirklich nur in der Season haben. Die Season heißt Season der Entartungen. Okay.
Warum nicht? In dieser Season der Entartungen werden wir halt entartete Herzen sammeln können. Diese Herzen fungieren praktisch halt wie die Edelsteine, die wir jetzt auch benutzen, ja? Das heißt, statt die Edelsteine in unsere Rüstung reinzuballern, ballern wir halt eines von diesen 32 verschiedenen Herzen rein. Und diese Herzen haben halt gewisse Verzauberungen, genauso wie die Aspekte halt haben. Das heißt, im Grunde, statt irgendwie einen Wert halt in die Rüstung reinzuballern, ballern wir halt nochmal einen weiteren Aspekt rein. Viele der Aspekte wurden halt, der neuen Edelsteine wurden natürlich nicht gezeigt. Nur ein paar von denen, aber die sind auch jetzt nicht so wichtig. Da müssten wir halt natürlich erstmal alle sehen. Zu den Steinen oder zu den Herzen nochmal speziell. Diese Herzen haben drei verschiedene Farben. Einmal rot, grün und blau. So, und das bedeutet auch noch, warum sind die Farben wichtig? Genau. Die Sockel, die euer Gegenstand haben wird, werden auch nochmal bestimmte Farben haben. Ne? Auch nochmal rot, grün oder blau. Und ihr könnt nur in einen roten Sockel auch ein rotes Herz, sage ich mal, reinpacken. Ja, und in den blauen Sockel das blaue Herz. Und so weiter und so weiter. Zudem kann man halt die Herzen nicht mehr wieder raussockeln, sondern halt, die können halt übersockelt werden. Das heißt, ihr könnt ein weiteres Herz, weiteren Edelstein aber auch natürlich reinballern und das nochmal verändern. Welche Kombinationsmöglichkeiten da jetzt schon möglich sind, wissen wir nicht. Ja, das können natürlich jetzt die Builds des Jahrtausends sein. Also es können wirklich die Uber-Builds des Jahrhunderts sein. Und da stellte sich natürlich die Frage, wird Blizzard eingreifen, wenn halt irgendwie die Builds zu krass werden? Blizzard meinte nein. Grundsätzlich ist das so, eine Season wird 3 Monate lang gehen. Ja, also nicht nur einen Monat, so wie wir jetzt die Vanilla-Version haben, sondern wirklich 3 Monate lang. In diesen 3 Monaten will Blizzard grundsätzlich nichts an den Builds verändern. Also es wird keine Nerfs geben, keine Buffs etc. Die Builds sollten eigentlich so bleiben. Außer es wird halt irgendwas in Richtung... es wird irgendwas backen oder so, ja, dann wird es natürlich halt rausgehauen. Was auch noch kommen wird, ist halt, dass halt bestimmte in Sanktuarium, in der Spielewelt, würden halt bestimmte Tunnel sein, wo man halt gezielt diese Herzen farmen kann. Die werden auch nochmal auf der Karte dann angezeigt und das ist im Grunde das Ganze, was ihr in der Season halt erwarten könnt. Und da ich das Video auch nicht zu lange halten werde, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von den ganzen Neuerungen haltet. Und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Also haut rein, Leute. Ciao.